Cosmo Royal ist unser Familienprojekt, ein ganz besonderes Pony. Er ist bei uns zur Welt gekommen. Ich habe schon Mutter, Vater und Opa selbst auch geritten. Cosmo Royal war zweimal mit mir Bundeschampion, einmal mit meiner Tochter Sophie. Sie wird ihn jetzt auch auf seiner weiteren sportlichen Karriere begleiten in Richtung FEI. Und wir freuen uns auf die Zukunft mit ihm. Hier erscheint er in der unverwechselbaren Art und Weise seiner selbst, das Parkett zu betreten. Und wie sagt die Familie Duhn immer so schön, man nehme den Siegerhengst und die beste Stute eines Jahrgangs, lasse den Vater Bundeschampion werden und erhalte einen neuen Siegerhengst und Bundeschampion. Die Rede ist von diesem Herrn. Und so viel, bevor wir uns dann auch dem Kommentar der Mutter zuwenden wollen. Danica wird also hier eine kleine Trainingsepisode mit ihrer Tochter Sophie vornehmen. Liebe Züchter, noch ein Hinweis, denn auch das interessiert Sie als Züchter von bewegungsstarken Ponyfohlen natürlich in besonderer Weise. Dieser Hengst, der sich als Vererber schon so in hervorragender Weise hervorgetan hat. Ich selbst erinnere mich an seine hochbezahlten Nachkommen auch auf dem Riedlinger Fohlenmarkt in meiner baden-württembergischen Heimat, wo er im letzten Jahr für eine echte Sensation sorgte mit einem Topfohlen, das nicht weniger als 10.000 Euro dort im Auktionsring kostete. Aber es gab noch viele weitere, ganze 5 an der Zahl, die diese 5-stellige Zahl durchbrachen im vergangenen Jahr. Also ein Topvererber erst recht im vergangenen Zuchtjahr. DSP Cosmo Royal. Und nun, liebe Danica, wollen wir dir zulauschen. Eine kleine Trainingsstunde mit deiner charmanten Tochter hier im Sattel, Sophie. Ja, Henrik, und ich muss schon sagen, wenn man fünffacher Opa ist, so wie ich, dann schlägt das Herz natürlich höher, wenn man sowas sieht. Und deshalb wollte ich mir auch ganz gerne mal hören, wie die Mama der Tochter heute am Unterricht gibt. In dem Alter funktioniert das noch gut. Mit ein bisschen gebührenden Abstand übergebe ich mal das Mikrofon und lasse den Ding freien Lauf. Dankeschön, Gerd. So, also das klappt bei uns in der Tat noch ziemlich gut. Sophie und ich können ganz gut zusammen trainieren. Sie hat den Cosmo Royal jetzt ja seit 2 Jahren von mir übernommen. Ich habe ihn 3- und 4-jährig geritten. 5- und 6-jährig hat Sophie ihn auch schon Championat geritten zu 2 Medaillen und einem Bundeschampionatssieg. Und jetzt sind die beiden also, wie man sieht, auf dem Weg in die FEI-Klasse. Das ist das Höchste, was es im Ponysport gibt. Das ist das Level, auf dem auch mal die Europameisterschaften ausgetragen werden. Und das wäre natürlich ihr ganz besonderer Traum, das dann mal zu erreichen und ganz besonders das vielleicht mit so einem selbstgezogenen Pony zu erreichen. So ist das schön, Sophie, wieder zurück. Ein bisschen den Bauch anspannen und wieder reinschwingen lassen. Komm. So fein mit der Hand bleiben. So ist schön. Immer wieder zur Hand hintreiben. Wie man jetzt sieht, das ist ein Pony, was in keinster Art und Weise eine typische Ponybewegung hat. Der schwingt wirklich rein wie ein guter Warmblüter. Das ist schon immer wieder was ganz Besonderes. Und ganz toll ist auch, dass dieses Pony diese Bewegungsqualität in den Seitengängen mit hineinnehmen kann. So, dann parierst du ihn mal durch zum Schritt, lässt ihn mal eine Diagonale schön Mittelschritt gehen. Gut. Die beiden waren ja jetzt auch seit dem Bundeschampionat leider nicht mehr unterwegs. Es ist ja Corona-bedingt zurzeit dann leider nicht möglich. Von daher finde ich das ganz toll, wie er das hier annimmt mit der fremden Halle und der Atmosphäre. So ist schön. Noch einmal die Mittellinie runter und dann zeigen wir mal ein bisschen Galopparbeit. Cosmo Royal ist einer unserer meistfrequentierten Hengste. Er hat ja auch ganz tolle Nachkommen gebracht und von daher finden wir das immer großartig, wenn unsere Hengste das dann auch wirklich unter Jugendlichen machen und nicht nur von Erwachsenen zu reiten sind. Und das ist was ihn auch wirklich auszeichnet, dass er das im Kopf sehr gut hinbekommt, sich auch an feiner Hand von jetzt unserer 14-jährigen Tochter steuern zu lassen. Sehr schön so. So, dann kannst du die nächste lange Seite mal zulegen. Genau. Und dann suchst du dir mal einen Weg zum Außengalopp. So ist gut.
Genau, behalt ihn schön auf dem Hinterbein. Gut, so. Fein in der Anlehnung lassen und wieder nachtreiben. Komm, Bergauf-Tendenz erhalten. Genau. So ist gut. Weiterreiten, weiterreiten. So ist es gut. Weiter. So. Reitest du an der langen Seite mal einen einfachen Wechsel. Schön vorbereiten. Weich bleiben mit der Hand. Gut, weiterreiten, weiterreiten und wieder angaloppieren. Sehr schön, lob ihn. Gut. So, dann mal durch die Bahn wechseln. Reitest mal einen Mittelgalopp diagonal, fängst ihn vor der langen Seite oder an der langen Seite ab und reitest wieder einen Außengalopp. Bei den Ponys ist das so, dass sie gar keine fliegenden Wechsel gehen. Diese ganzen FEI-Aufgaben, auf denen nachher auch die internationalen Championate ausgetragen werden, werden in L2-Sterne-Dressuren ausgetragen. Das ist auch der Grund, warum Cosmo Royal jetzt 7-jährig keine Wechsel geht. Das wäre im Ponysport quasi eine Todsünde. Okay. Kann er einmal kurz verschnaufen und dann lassen wir ihn einmal abwandern. So, das war mal eine kurze Reprise aus unserem Alltag. Ja, das war wirklich interessant. Und wie alt ist deine Tochter? 14 Jahre alt. Was natürlich auch ganz wichtig ist, finde ich, dass Ponys auch von Kindern zu reiten sind. Sie ist ja schon doch schon sehr groß, aber das Pferd oder das Pony hat ja tolle Reitqualität. Und da freuen wir uns auch. Das hat ja auch ganz gut geklappt in der letzten Saison, dass wir das Sperma von den Hengsten vermarkten dürfen. Und da lege ich auch allergrößten Wert auf Charakter bei den Ponys, gerade für die Kinder, dass sie damit umgehen können. Und die Kommunikation zwischen Mutter und Tochter funktioniert auch ganz gut, oder? Und wie deine Mutter schon sagte, nun darfst du ihn abwandern lassen. Wir haben uns sehr über deinen Besuch gefreut mit DSP Cosmo Royal und Sophie Duhn.